So, Lightroom-Video war auch gewünscht. Dann werde ich das mal versuchen. Und zwar, ich bin hier in meiner Bibliothek. Hier habe ich diese gesammelte Ansicht. Und wenn ich doppelklick, dann öffnet sich ein Bild. Hier oben habe ich mein Entwickeln-Tool. Und ich gehe jetzt einfach mal auf Entwickeln. Also es ist jetzt so, wie ich meine Bilder entwickle. Ich schaue einfach mal. Klappt ja mal mega schnell. Und zwar, ich schaue immer, wenn ich jetzt irgendwie so ein schnelles Shooting habe, Hundeblatt-Shooting oder irgendwie so, oder sehr viel Wildlife-Bilder, da ballert man ja auch manchmal wirklich ganz, ganz viel, dann bearbeite ich die oftmals wirklich nur im Lightroom, weil wenn ich Lightroom einfach total schnell finde, das geht eigentlich einfach super einfach. So, ich habe hier wieder meine Vorgaben, die sind in Lightroom genauso cool und schnell zu bearbeiten wie im Photoshop auch. Das ist, glaube ich, so ziemlich das gleiche hier, dieser wie der Kamera-RAW-Filter. Und wie gesagt, hier habe ich meine Vorgaben. Und ich klicke dann nur auf meine Vorgabe, wenn ich hier zum Beispiel, wäre jetzt die Vorgabe Dio, ist jetzt zwar nicht Dio, aber könnte ich nehmen, die passt. Ich kann nämlich auch einfach hier mal dann so durch schauen und dann sehe ich schon, aha, okay, das und das könnte passen und dann kann ich das einfach anwählen oder ich sage, okay, ich will das ein bisschen kräftiger, das könnte passen. Das heißt ja nicht, dass ihr das dann auch so lassen müsst, ne? Also ihr könnt jetzt hier alle Regler noch ganz normal verschieben. Ihr könnt auch die Regler ein bisschen verändern und könnt dann eine neue Vorgabe draus machen. Und wenn ihr eine eigene Vorgabe machen wollt, ich zeige euch das mal, nehmen wir mal an, wir machen das jetzt so ein klein bisschen mehr ins Gelbliche, gehen vielleicht noch ein klein bisschen mit den Tiefen hoch, Struktur lassen wir mal, dann gehen wir mal ein bisschen mit der Dynamik runter, wir können in den Farben verändern, wie wir wollen. Wir können jetzt aber hier einfach dann oben neue Vorgabe hinzufügen, auf das Plus, Vorgabe erstellen und dann haben wir hier genau das Gleiche, die könnten wir dann jetzt auch wieder benennen, Rüdi oder so. Erstellen und fertig werde. Ich mache das jetzt nicht, das lohnt sich ja jetzt nicht. So, was ich dann tatsächlich im Lightroom meistens so auf die Schnelle mache, ist zum Beispiel hier mit diesem Korrekturpinsel. Den finde ich ganz cool. Den könnte ich jetzt zum Beispiel anklicken, wenn ich mit meinem mittleren Rädchen scroll, dann geht der größer und kleiner. Man kann ihn aber auch so verstellen, manuell. Und dann halte ich die linke Taste gedrückt und male jetzt einfach mal hier so ein bisschen großflächig drüber. Wenn man sehen will, was man malt, kann man auch hier unten draufklicken. Na, dann sieht man das. Ich mache das aber nicht wirklich vernünftig, sondern ich mache das relativ schmuddelig. Geht auch relativ schmuddelig ganz gut. So, weil ich keine so wahnsinns Riesenveränderungen mache. So, ich mache das allerdings immer wieder weg, weil ich will ja sehen, was hier passiert und nicht, was ich da angemalt habe. Und jetzt kann ich hier meine Regler verstellen. Ich gehe da zum Beispiel immer mit der Klarheit so ein bisschen runter. Guck mal, wenn ich jetzt so ganz, ne, seht ihr? So kann ich einfach meinen Hintergrund so ein klein bisschen weicher machen. Ich könnte auch ein bisschen nochmal Struktur rausnehmen oder sowas. So habe ich einfach meinen Hintergrund ein klein bisschen weicher, gehe auf Fertig. Genauso könnte ich zum Beispiel einzelne Partien abhellen oder abdunkeln. Also ich kann den Korrekturpinsel einfach nehmen, zum Beispiel gehe jetzt über irgendeine Partie drüber und dunkel die ein bisschen ab. Seht ihr? Wenn, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich mich ein bisschen vermalt habe, kann ich auch hier einfach zum Beispiel unten auf Löschen klicken und kann das einfach wieder wegmachen. Dann gehe ich auf Fertig. So, dann habe ich das. Was ich damit auch machen kann, wenn ich hier drauf drück, dann kriege ich eine Vergrößerung. Ich kann auch zum Beispiel mit dem Korrekturpinsel hier einfach irgendwie ein bisschen über die Augen gehen und kann jetzt zum Beispiel ein bisschen aufhellen, wenn ich das möchte. Ich kann ein bisschen Struktur reinbringen, ein bisschen Klarheit. Dann habe ich gleich die Augen so ein bisschen markiert. Das wäre mir jetzt natürlich viel zu viel. Ihr könnt aber auch Folgendes machen. Ihr klickt wieder auf diesen Korrekturpinsel. Dann erscheint dieser silberne Knopf, dann klickt ihr da drauf und dann könnt ihr einfach sagen, okay, das war mir ein bisschen zu dolle und dann macht ihr die Regler einfach so ein klein bisschen wieder zurück, dann schaut ihr euch das an, okay, sagt ihr vielleicht gut, viel besser oder aber ihr sagt, naja, ich will das vielleicht noch was schwächer haben, dann könnt ihr einfach wieder da draufklicken, klickt auf diesen Button und schwächt das Ganze einfach noch mehr ab. So, also ganz einfach wie. Es könnt ihr beliebig oft verändern. Ich finde, man sollte auch nicht so wahnsinnig starke Veränderungen reinbringen, deswegen, weil dann sieht es irgendwann halt auch wieder unnatürlich aus. Ihr könnt da mit dem Korrekturpinsel tatsächlich
wirklich alles Mögliche anmalen. Ihr könnt wie so ein Dodge and Burn machen. Ihr könnt ein bisschen einfach wirklich einzelne Bereiche sagen, okay, die hellen wir so ein klein bisschen auf, andere Bereiche ein bisschen abhellen. Das mache ich tatsächlich eigentlich ganz oft. Jetzt muss ich die Zeit ein bisschen im Auge halten. Na, 5 Minuten, okay. Was ich auch sehr viel benutze, ist den Radialfilter. Den klicke ich an, hier diesen, ne? Und dann ziehe ich mir den, ich halte die Taste gedrückt und ziehe mir den drüber und kann den jetzt verschieben. Ich kann den so ein bisschen drehen, ich kann den verstellen. Hier könnt ihr die weiche Kante einstellen. Ich habe die jetzt einfach auf 50 gelassen. Und hier kann man umkehren oder nicht. Also ich zeige euch das. Wenn ich jetzt einfach auf hier die Belichtung ein bisschen runter mache, ich übertreibe ein bisschen, ne? Dann wird draußen außerhalb dieses Kreises mit Berücksichtigung der weichen Kante alles abgedunkelt. Wenn ich das hier umkehre, dann passiert das natürlich drinnen. So stark wäre mir das natürlich jetzt ein bisschen zu stark. Ihr könnt dann trotzdem immer noch ein bisschen gucken und sagen, oh, naja, gehen wir mal hier noch so ein bisschen mehr runter und so. So könnt ihr mir das gefallen. Okay, ihr könnt hier beliebig viele Radialfilter drüber ziehen. Also wir können jetzt hier quasi noch einen reinziehen und können sagen, okay, pass auf, den wollen wir jetzt umkehren und wollen den ein klein bisschen heller. Da könnt ihr auch zum Beispiel sagen, gut, dann können wir innen drin jetzt wieder ein bisschen mit der Struktur hochgehen. So, ihr könnt es tatsächlich einfach beliebig oft verändern. Und ja, das ist so das, was ich tatsächlich im Lightroom mache. Ich zeige euch eventuell nachher, wie ich meine ganze Karte bearbeite. Aber ich denke, das sind jetzt erstmal hier so die Werkzeuge. Das ist so ein bisschen noch die Bereichsreparatur. Dann gibt es hier den Verlaufsfilter und Schneiden natürlich. Das können wir uns eventuell später auch nochmal anschauen.